Im Kaffeehaus der Oper wurden gestern musikalische Leckerbissen serviert. Um Geld für die Kinderkrebshilfe zu sammeln, rief man in Form einer Auktion zu Spenden auf. Elisabeth Kullmann jedoch spendete nach ihrem tragischen Bühnenunfall im Sommer ihre kostbare Stimme. Ein singender Mensch neben mir hat seinen Ellbogen auf meinen Kehlkopf mit voller Wucht gestoßen und ich habe meine Stimme für eigentlich 3 Monate verloren, kann man sagen. Ja, das, was mir passiert ist, ist wahrscheinlich nichts dagegen, was die Kinder mitmachen müssen. Unter den Zuhörern erblickten wir die erste Ehefrau vom momentan arbeitslosen Lothar Matthäus, der zuletzt in Bulgarien als Fußballtrainer agierte. Ich bin ein ganz großer Opernfan, ja, und ich bin total beeindruckt, welche Menschen hier sind heute. Ein Hollywoodstar. Ja, mit dem habe ich auch schon gesprochen und ich weiß noch nicht, ich glaube, ich bin 10 Zentimeter gewachsen heute. Welcher ist denn da, welcher Hollywoodstar? Ich habe noch keinen gesehen. Ich bin heute hier, weil ich in der Nähe einen Film mit Tom Hanks und Halle Berry drehe. Aber nicht in Wien, oder? Nein, heute habe ich quasi Urlaub vom Set. Für diese Charity habe ich einen Tag Ausgang bekommen. Und so zeigte er für die Kinderkrebshilfe vollen Körpereinsatz, denn Kinder sind unsere Zukunft. Wir sind für sie verantwortlich. Schließlich müssen sie sich in der Welt, die wir ihnen hinterlassen, überleben. Und je mehr wir uns für sie einsetzen, desto besser finden sie sich in dieser Welt zurecht.